Begleiten Sie mich auf einem Rundgang durch die Gartenstadt Frohnau. Auf meiner Tour treffe ich interessante Menschen und deren Institutionen. Der ganz im Norden Berlins gelegene Bezirk bietet neben viel Grün auch kulturelle Vielfalt. Mein Rundgang beginnt hier, am Bahnhof, der wie die Gartenstadt Frohnau 1910 offiziell eingeweiht wurde. Der Gartenstadtgründer Guido Henkel von Donnersmarck kaufte 1907 das Gelände, um darauf eine Villenkolonie zu errichten. Damals gehörte Frohnau noch zur Kommune Stolpe. Seit 1920 gehört Frohnau zum Ortsteil Berlin-Reinickendorf. Der 35 Meter hohe Casinoturm gehörte damals zum Bahnhof und war für die Wasserversorgung der angrenzenden Bauten zuständig. Heute ist er Teil eines Wohn- und Geschäftskomplexes. Der vom Gartenarchitekten Ludwig Lesser entworfene Ludolfingerplatz war einst Bahnhofsvorplatz. Heute wird er zum Verweilen und für Veranstaltungen genutzt. Mein Weg führt über die Verbindungsbrücke zum Zeltinger Platz. Der hieß bis 1937 Sizilienplatz und ist heute zusammen mit dem Ludolfinger Platz und der Verbindungsbrücke ein geschütztes Gartendenkmal. Jedes Jahr veranstaltet hier die Frohnauer Feuerwehr ein großes Osterfeuer. Am Zeltinger Platz befindet sich die evangelische Johanneskirche. Das Gotteshaus wird für alle kirchlichen Belange wie Taufen, Gottesdienste, Hochzeiten, Vespern oder Begräbnisse genutzt. Auch öffentliche Orgelkonzerte, Konzerte mit dem Kantoreichor und Gastsängern finden hier statt. Ich verlasse den Zeltinger Platz und fahre über den Fürstendamm. Zwischen Fürstendamm und Dinkelsbühler Steig befindet sich ein kleiner Teich. Im Frohnauer Stadtbild finden sich viele solcher Teiche. Sie wurden einst angelegt, damit Regenwasser von den Straßen abfließen konnte. Meine Tour führt weiter zum Rosenanger. Die Grünanlage mit tausenden Rosen entstand um 1909 nach Planung von Ludwig Lesser. Er entwarf eine Rasenfläche, die von einer Lindenallee umfasst ist. Früher stand an einem Ende der Anlage ein Unterkunftshäuschen mit Strohdach. Am anderen Ende befand sich ein Laubengang aus Hainbuchen. In der Mitte war ein Wasserbecken, das heute ein Tümpel ist. Ich stehe hier am Eingang zum Entenschnabel. Während der Mauerzeit war das Gebiet, das auf der Landkarte wie ein Entenschnabel aussieht, Teil der Grenze zwischen West-Berlin und der DDR. Das Gebiet gehört heute zur Brandenburger Gemeinde Glienicke-Nordborn. Auf der Berliner Seite ragt der etwa 600 Meter lange Schnabel in den Bezirk Frohnau hinein. Der Silvestersteig durchquert den Entenschnabel, der hier etwa 120 Meter breit ist. Früher trug er den Namen Straße 114a. Im Juli 2019 wurde die Straße, die vom Rosenanger abgeht, in Silvestersteig umbenannt. Silvesterweg heißt die Straße in Brandenburg. Von Glienicke aus schaue ich auf das östliche Einfahrtstor nach Frohnau. Hier befindet sich der Transformator Frohnau. Das Haus diente einst als Umspannwerk zur Stromversorgung von Frohnau und war ein Pfeiler der hölzernen Brücke über den Fürstendamm.
Der Wiederaufbau des Hauses begann 2012, nachdem die Ruine 2011 vom heutigen Eigentümer Joe Kraus erworben wurde. Von beiden Seiten des einzigen Einfahrtores verläuft über den Dünenzug des Pfingstbergs ein Wanderweg entlang der Stadtgrenze zu Brandenburg. Der Pfingstberg hat eine Höhe von 60 Meter über Normal. Oder je nach Betrachtung ist er etwa 20 bis 25 Meter hoch über der Oranienburger Chaussee. Der Wanderweg über den Pfingstberg endet am Oppenheimer Weg, nur 2 Gehminuten vom buddhistischen Tempel entfernt. Es ist heute die älteste buddhistische Tempeleinrichtung Europas. Das vom deutschen Arzt Paul Dahlke, der nach seinen Asienreisen zum Buddhismus konvertierte, 1924 errichtete Haus wurde 30 Jahre nach seinem Tod vom damaligen Ceylonesen Asoka Wereratne erworben. Der Sekretär der German Dharmajuja Society machte aus der Anlage einen Tempel mit Gästetrakt und Bibliothek. Gegenüber dem buddhistischen Tempel am Edelhofdamm befindet sich eine ausgedehnte Grünanlage, die ebenfalls von Ludwig Lesser entworfen wurde. Hier steht eines von 2 verwitterten Säulenkapitelle des 1893 abgetragenen alten Berliner Doms. Ein Gedenkstein erinnert an den 1952 von sowjetischen Soldaten erschossenen Polizisten, der verirrten Grenzgänger zur Hilfe eilte. Der frühere Kaiserpark ist heute nach den Architekten und Stadtplanern von Frohnau, Josef Brix und Felix Genzmer benannt. Auf der Remstaler Straße befindet sich die Frohnauer Freiwillige Feuerwehr. Das Gebäude wurde 1911 in Betrieb genommen. Damals war die Wache mit einem 11-sitzigen Mannschafts- und Gerätewagen bestückt, der von Pferden gezogen wurde. Heute gehört sie mit 90 Alarmierungen pro Monat zu den meist alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Berlins. Mein Rundgang führt über die Wiltinger Straße zum Ludwig-Lesser-Park. Am Eingang zum Park befindet sich das zu Ehren der Toten im Ersten Weltkrieg 1922 errichtete Kriegerdenkmal. Nach 1945 wurde das Denkmal der Toten des Zweiten Weltkrieges umgewidmet. Das Andenken an Ludwig Lesser, der Frohnaus Grünanlagen plante, wird heute durch den Ludwig-Lesser-Park am Ende der Wiltinger Straße südlich des Bodeplatzes geehrt. Der Park besteht aus natürlichem Waldbestand. Hier steht auch das zweite verwitterte Säulenkapitell des 1893 abgetragenen alten Berliner Doms. Zwischen 2018 und 2019 wurde der alte Spielplatz im Park umgestaltet und mit neuem Spielgerät erweitert. An der Schönfließer Straße befindet sich der Eingang zum Sportplatz am Poloplatz. Heute trägt der Poloplatz den Namen zu Unrecht.
da hier seit 1932 keine Polo-Turniere mehr ausgetragen werden. 1961 gründete sich der Frohnauer Reitclub, der seitdem das Terrain nutzt. Umgeben ist der Platz von über 1000 Kastanienbäumen. Die Tour durch Frohnau führt weiter in die Nachbarschaft vom Podoplatz. Ich besuche die katholische Kirche in der Senheimer Straße, deren Schutzpatronin die heilige Hildegard von Bingen ist. Das 1913 erst als Turnhalle erbaute Gebäude der höheren Frohnauer Mädchenschule wurde nur ein Jahr später im Ersten Weltkrieg zum Lazarett. 1921 erwarb die evangelische Landeskirche das Gebäude, um darin als Notkirche einen Gottesdienstraum einzurichten. Nachdem 1936 für die Evangelisten Frohnaus die Johanneskirche am Zeltinger Platz fertiggestellt wurde, übernahmen die katholischen Kirchengemeinden von Berlin den Bau und ließen ihn bis 1941 durch Karl Kühn zur Pfarrkirche umgestalten. Mein Weg führt weiter in Richtung Friedhof. Vorher schaue ich mir den Berliner Meilenstein am Lauriensteig vor der René Saint-Denis Grundschule an. Das Motiv auf den Meilenstein, der Berliner Bär, wurde geschaffen von der Berliner Bildhauerin René Saint-Denis. Er ist ein Prototyp. Von ihr stammt auch die Skulptur des bei den Filmfestspielen verliehenen Bären. Das Fohlen, eine Bronzeplastik vor der Schule, stammt ebenfalls von der Künstlerin. Der ebenfalls vom Gartenarchitekten Lesser entworfene und zwischen 1910 und 1911 errichtete Friedhof Frohnau lädt zu Spaziergängen und zum Verweilen ein. Die Kapelle wurde 1912 nach einem Entwurf des Architekten Karl Stahl-Urach erbaut. Der Friedhof befindet sich an der nördlichen Stadtgrenze zu Brandenburg. Hier führt ein Teil des Berliner Mauerwegs vorbei, der einst zu DDR-Zeiten aus einer Grenzbefestigungsanlage nach West-Berlin bestand. Auf dem Mauerweg patrouillierten die DDR-Grenzsoldaten. Heute kann man hier die Natur genießen, spazieren gehen und Radfahren. An der Invalidensiedlung verlasse ich den Mauerweg. Hier an der Busendhaltestelle der Linie 125 befindet sich die Zufahrtsstraße zur Siedlung am Stähleweg, benannt nach dem Kommandanten der Siedlung im Zweiten Weltkrieg. Er versteckte jüdische Verfolgte und war in der Widerstandsbewegung gegen Hitler aktiv. Bei Kriegsende wurde er von SS-Angehörigen erschossen. In der Siedlung befindet sich sein Denkmal mit der Glocke des alten Berliner Invalidenhauses in Berlin-Mitte. Der Berliner Mauerweg führt am nördlichsten Ende Frohnaus durch die Invalidensiedlung nach Hohenneuendorf. Die Siedlung wurde zwischen 1937 und 1938 für kriegsgeschädigte Invaliden als Wohnanlage erbaut und war von 1953 an in öffentlicher Verwaltung. Seit 1999 wird die Siedlung von einer privaten Verwaltungsgesellschaft betrieben. Ich setze meine Tour fort und fahre weiter zum Frohnauer Forst.
Hinter der Bundesstraße B96 führt der Hubertusweg in den Wald. Unter dem Sendeturm der ehemaligen Richtfunkanlage am Hubertusweg befindet sich der 1998 gegründete Künstlerhof Frohnau. Er residiert in dem ehemaligen Waldhospital Berlin-Ranickendorf, deren erste Häuser aus dem Jahre 1920 stammen. Hier ist eine Produktionsstätte für Maler, Bildhauer, Keramiker, Grafiker, Glas-, Konzept-, Video- und Internetkünstler sowie Schriftsteller, Fotografen, Musiker und Komponisten entstanden. Entlang des Mauerwegs in Frohnauer Forst geht es zum Hubertussee. Der See wurde 1909 angelegt. Hier sollten einmal private Wassergrundstücke entstehen. Die Grundstücke fanden bei den Frohnauern aber keinen Anklang. So wurde der See zum öffentlichen Badesee. Später, bis zum Ende der DDR, war der See von drei Seiten her von Grenzanlagen umgeben. Heute ist das Baden im See verboten. Hier endet meine Reise am Hubertussee und ich hoffe, ich konnte Ihnen einige interessante Eindrücke aus der Gartenstadt Frohnau vermitteln.